One, two, three. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Put my feet on the floor. I wrap the towel around me and I open the door. And then a splish splash, I jump back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rolling and a strolling. Yeah! Auftritt der Fliegerasse zum ersten Wiener Wiesn Dirndlfliegen. Vier Männer und 14 Frauen wollen im zünftigen Spiet- und Wenzgedirndl eine prominent besetzte Jury mit verrückten Sprüngen beeindrucken. Immerhin winkt der Siegerin und dem Sieger eine Tischreservierung für mehrere Personen bei der Wiener Wiesn Ende September im Prater. Der Sieg führt natürlich über die beste Benotung. Jedes Jurymitglied hat sich vor dem Start für die Bewertung eigener Kriterien zurechtgelegt. Ich habe mehr bewertet, wie sexy der Sprung ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen haben die Männer bei mir die Nummer 1 bekommen, weil die einfach die besseren Frauen sind, wie man gesehen hat. Ich habe mich dann entschlossen nach der Originalität einerseits und nach der sportlichen Leistung andererseits. Es gehört alles dazu, es ist ein Auftritt. Von dem Augenblick an, wo er die Leiter raufgeht, aufs Brett, bis zum Sprung, weil sonst hat er eh oder sie eh keine andere Zeit. Und daraus was zu machen, der gewonnen hat, hat viel draus gemacht. Zeitraum von Gender Streaming, könnte man sagen, war es fair, meinen Mann beim Dirndlspringen gewinnen zu lassen. Also fair und recht. Und er hat sich wirklich sehr bemüht. Naja, schon in erster Linie, oberlustig ist, weil es ist ja ein Hetzspringen. Aber mir hat es ein bisschen gefällt, eben so, dass jemand verkehrt reinspringt oder eben mal mit einem Köpfler. Oder eben versucht, wenigstens lustig zu rudern und so. Am Ende stehen die ersten drei fest und die sind mit ihrer Leistung am Sprungturm sichtlich zufrieden. Eigentlich habe ich Höhenangst und habe mir gedacht, wurscht, Augen zu tun. Einfach einen Köpfler runter und ja, dürfte mir halt gelungen sein. Mein Sprung war so aus dem Spaß heraus. Es war eine gute Stimmung, wir haben gesungen davor, wir haben uns eine Gaudi gemacht und dann habe ich meinen Juchitzer loslassen und das war's. Also einfach nur Spaß haben daran. Also eine Dame zum Schlagen ist ja normal schon für einen Mann ein fast unbeschreibliches Gefühl. 20 Damen, ja, es ist wahrscheinlich der Höhepunkt meines Lebens. Es war genau der Spaß, den ich mir vorgestellt habe. Die regierende Miss Wiener Wiesn war auch in der Jury, muss aber nach dem Bewerb dann selber ins kühle Nass des Lagerfahrers. Ja, es war eigentlich sehr toll. Ich muss sagen, ich bin stolz auf mich, dass ich es dann tatsächlich gemacht habe. Weil wenn man da oben steht, das ist dann schon etwas hoch. Aber ich habe eine tolle Musik gehabt, ich habe eine tolle Unterstützung gehabt und es hat einfach Riesenspaß gemacht. Und das ist es ja, dass einem das Herz aufgeht. Ein Riesenspaß soll natürlich auch das 11-Tage-Megafest im Prater werden. Und dafür wird jetzt im Vorfeld noch kräftig die Werbetrommel gerührt. Die tollkühnen Dirndlflieger sollen quasi im Flug noch einmal auf das Fest aufmerksam machen. Ja, wir machen viel im Vorfeld. Wir wollen einfach aufzeigen, wie toll die Stimmung, das Wiener Wiesnfest, die Stimmung am Wiener Wiesnfest ist und wie viel Gaudi und Spaß wir schon im Vorfeld haben. Wir wollen einfach ein Stück Land in die Stadt bringen. Das ist unsere Devise, die wir haben. Und alles, was wir tun, soll diesem Zweck untergeordnet sein. Heute auch dieses Dirndlspringen soll auch unsere Traditionen, die wir in Österreich haben, unsere Kulturen etwas widerspiegeln, alte Sitten, die wir haben, widerspiegeln. Und diesen Sinn hat auch dieses Dirndlspringen heute. Einen wichtigen Part übernimmt bei der Promotion auch Martina, die Miss Wiener Wiesn, die bald im Dauereinsatz für das Event stehen wird. Sie wird bei der Eröffnungsparade, die wir heuer ganz groß und wunderbar haben werden, am 27.09., da wird sie eine auch wichtige Rolle übernehmen. Ich habe schon einige Termine wahrgenommen, bin auch nett aufgenommen worden in die Wiener Wiesnfest-Familie und ich denke, ich wirklich mit voller Freude dann schon aufs tatsächliche Event vom 27.09. bis 7.10., das Wiener Wiesnfest 2012. Jetzt wissen wir es also genau und das Resümee der Teilnehmer nach der wilden Fliegerei ist jedenfalls durchaus positiv. Leider geil. Einzigartige Erfahrung. Lebend. Unglaublich, ein Wahnsinn. Weltklasse. Alle Infos zur Wiener Wiesn finden Sie im Internet auf www.wienerwiesenfest.at. Ja.